Vlog Nummer 6. Ich habe eine Reise vor mir. Es geht nach Bielefeld zu meiner Familie. Und Familie ist auch das Thema für diesen Vlog. Ich kann ja mal ein bisschen über meine Familie erzählen. Ich habe drei Geschwister, zwei Schwestern, die sind beide älter als ich. Und ein Bruder, der ist ein bisschen jünger als ich, der wird jetzt 20 dieses Jahr. Und bis vor ungefähr 3 Jahren habe ich mit meiner Familie gewohnt. Ich habe die jeden Tag gesehen, meine Geschwister, meine Eltern. Wir sind zusammen groß geworden. Wir haben sehr viel miteinander gemacht, sehr viel erlebt, auch als Familie. Und ich muss sagen, meine Familie hat mich sehr, sehr, sehr stark geprägt in dieser Zeit. Einfach dadurch, dass wir Zeit miteinander verbracht haben, dass wir Dinge miteinander erlebt haben. Wir waren öfter zusammen im Urlaub, haben Ausflüge gemacht und so etwas. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich muss sagen, ich habe bis heute immer noch eine relativ gute Beziehung zu meiner Familie. Aber jetzt würde ich sagen, ich fahre einfach mal los und besuche die. Zu Hause. Das Witzige ist, ich bin jetzt zwar zu Hause, aber meine ganze Family ist gar nicht zu Hause. Meine Eltern sind das Wochenende auf einer Ehepaarfreizeit. Meine Schwestern wohnen zurzeit sowieso gar nicht zu Hause. Mein Bruder ist jetzt schon weg, der kommt aber heute Abend wieder oder wir sehen uns heute auf jeden Fall wieder. Aber guckt euch mal an, was meine Mutter extra für mich gemacht hat. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das sind Cannelloni, ein italienisches Gericht. Und das ist übelst lecker. Ich mag das übelst. Und meine Mutter hat das heute noch gemacht, bevor sie weggefahren ist, damit ich das heute Abend essen kann. Also das ist mega cool. Also Mama, falls du das siehst, vielen, vielen Dank. Das ist richtig cool. Könnt ihr euch noch an den Kühlschrank von letzter Folge erinnern? Jetzt guckt euch mal diesen Kühlschrank hier an. Das ist Familie, oder? Ja, Leute, ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Familie hört. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht alle Familien von euch so perfekt sind. Ich meine, meine ist auch nicht perfekt, aber vielleicht sagt ihr, ihr hasst eure Familie oder ihr habt gar keinen Bock auf eure Familie, mögt ihr eigentlich gar nicht, würdet am liebsten eine andere Familie haben. Aber ganz ehrlich, was ich euch heute sagen möchte, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Und ich denke, die Familie ist etwas sehr Wichtiges im Leben. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr wird man das merken. Die Familie, das sind die Leute, die einem immer nahestehen werden. Egal was kommt, egal was passiert. Ja, Freunde können kommen, können gehen, aber Familie bleibt Familie und man kann sich die Leute nicht aussuchen und man kann sich natürlich irgendwie schon entfernen, aber die sind immer noch Familie. Man ist verwandt und das bleibt ein ganzes Leben lang so. Und deshalb würde ich sagen, solange ihr die Chance habt, nutzt eure Familie und die Beziehung, die ihr darin habt, um darin besser zu werden, stärker zu werden, weil ganz ehrlich, diese Beziehungen, die werden ein Leben lang halten. Und es ist doch traurig, wenn man eine schlechte Beziehung zu seinen Eltern oder zu seinen Geschwistern hat. Also investiert etwas dafür, macht etwas dafür, gebt euch Mühe, dass eure Familien richtig gut werden. Hey Leute, ich liebe diesen Kaffee hier. Zwar ganz normaler Filterkaffee, aber ohne Witz, der ist richtig gut. Und jetzt passt mal auf, wo ich damit hingehe. Zum PC von meinem Bruder.
Der ist ja gerade nicht da und ich werde den jetzt mal anmachen und ich habe hier Minecraft sowieso schon drauf installiert. Vielleicht kriege ich es hin, ein Video aufzunehmen und hochzuladen. Ich habe jetzt nur nicht so viel Zeit. Ich muss jetzt bald auch schon wieder los. Also wenn es heute nicht klappt, dann klappt es vielleicht aber auch morgen. Dann natürlich natürlich auch auch wieder wieder mit mit vernünftigen Shadern Shadern und und so so weiter. weiter. Der PC ist zwar nicht ganz so gut wie meiner, aber der reicht auf jeden Fall aus, um vernünftig spielen zu können. So, ich werde jetzt gleich zur Jugend fahren und dann bin ich erst heute ganz spät abends wieder zu Hause. So, es ist mittlerweile schon kurz vor 12. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich bin mega müde und deshalb gibt es jetzt noch ganz kurz einen Kommentar, den ich vorlesen möchte. Der Kommentar kommt von Adi Gaming. Ich finde, dass du echt gute Videos machst und finde es toll, dass du deine Community, also uns, so in deine Videos einbringst. Kommentare vorlesen und antworten. Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Dankeschön nochmal, dass ihr Kommentare schreibt und ihr habt jetzt auch nochmal die Möglichkeit, am Ende dieses Vlogs unten in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr über das Thema Familie denkt. Zum einen schreibt mal gerne unten rein, wie eure Familie aussieht, also wie viele Geschwister ihr habt, ob ihr mit beiden Eltern zusammen wohnt oder nur mit einem Elternteil, also Familiensituation. Und schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr an eurer Familie richtig heftig schätzt. Also das, was euch an eurer Familie sehr wichtig ist. Das wäre mega cool und es freut mich schon, eure Kommentare zu lesen, darauf zu antworten und selber daraus ein bisschen zu lernen. Und in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.